Ja, moin Pyrus, ich habe hier mal ein neues Unboxing. Ich war mit einem Kollegen in Holland und da haben wir einfach mal beschlossen, spontan rüberzufahren nach Belgien zu Sneed, so spricht man den Laden wohl aus. Ja, haben wir ein bisschen eingekauft, weil P1 jetzt zum Ende des Jahres dort verboten wird, leider. Oder vielmehr, es ist schon verboten, aber bis Ende des Jahres haben sie Zeit, die P1-Artikel zu verkaufen. Ansonsten, ja, gibt es Probleme. Habe ich mir ein bisschen was geholt. Die Packungen sind jetzt echt nicht mehr so krass, aber egal. Ein bisschen was musste ich mit den Kollegen teilen, deswegen sind die auch offen. Manche, ja, und wir haben hier zuerst den Rojo Extreme Trueno. 10 Stück wären drin gewesen. Das ist zum Beispiel eins, was wir teilen mussten. Hier sind jetzt auch nur noch 5 Stück drin. Kann ich ja mal kurz zeigen. Hier werde ich sowieso auch einen zeigen. Von daher holen wir die einfach mal raus. Die sehen so aus. Recht unspektakulär, nichts Besonderes. Ja, 0,5 Gramm in F2. Werden aber in Deutschland, glaube ich, auch wieder als ja, F3 eingestuft, beziehungsweise man braucht eine Bescheinigung dafür, also hier den 27er oder ähnliches. Ja, ihr seht, Produktionsjahr wird das wahrscheinlich heißen, das wäre in dem Fall dieses Jahr. Alles von CI4 oder so, oder wie auch immer man die aussprechen mag. Ja, gucken wir mal, wird auch alles getestet. Dann haben wir hier eins, was ich auch teilen muss, und zwar die Super Cubanitos. Ja, da gibt es ja auch ähnlich aussehende andere Truenos von Jorge oder vielmehr von Elgato gefertigt für Jorge. So sieht der Spaß hier aus. Ja, oh, okay. Einmal auf den Kopf. Ja, wir haben hier 10 Stück drin. 5 Gramm F2 gilt wohl das gleiche wie eben. Ich hole mal einen davon raus. Ja, so sieht der Spaß aus. Also auch ganz schlicht gehalten hier und mit der Katze, Ja, F2. Ja. Kommen wir auch direkt dann schon mal zum nächsten. Und zwar haben wir dann hier die Rojo oder Rojo Boom, ja, wie auch immer man es ausspricht, wie gesagt. Ist auch von CI4, falls man sie so ausspricht. 4,8 Gramm auf, weiß ich jetzt nicht, müsste ich mal lügen, 6 Stück, ja, 6 Stück, hier unten steht es ja auch. Ja. Auch hier mit so einem komischen Zettel kann man nur nicht lesen, 4,8 Gramm. Hat Kategorie F2 auch. Ne? Wird aber auch wieder Blitz sein wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist das erste Mal, dass ich dieses ganze Zeug habe. Deswegen, wer es weiß, der kann es mir ja sagen. Dann hier ein Geschenk, aber hier fehlt der Fuß. Ist so ein Duro-Colpo. Ich denke mal, dass das ein Single-Shot ist bei 13,5. Ja, klar. Kann man, wenn man reinguckt, sieht man es. Ist ein Single-Shot-Effekt unbekannt. Kommen wir mal zu einem leider verunstalteten Böller oder vielmehr Scheuerzeuger. Hier müssten sie das Zeug drauf machen, ne, was ich jetzt gerade schon meinte, wegen P1. Ja, 30 Gramm in einer Packung auf 10 Böller oder Schallerzeuger, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, so sehen die aus. Reiber, ja, ist jetzt nicht so mein Fall, Reiber. Gucken wir mal, ob wir die testen. Da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig. So, kommen wir zu den Super Phalerus. Sieht so aus. 25 Stück drin, werden also demnach ganz schön kleine sein. Die Packung konnte ich übrigens für mich behalten, so wie auch die und die. Hier sind noch alle drin. Wir haben hier eine 0,3 Gramm NEM-Angabe pro Stück und 7,5 Gramm für alle in F2. Ja, sehr klein, gut, der entwickelt sich hier jetzt schon. Ja, so ungefähr sieht er dann aus. Ja, der sieht jetzt schlimmer aus als vorher, aber egal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich erwarte jetzt nicht so viel, aber getestet wird es. Und jetzt räumt da oben wieder irgendjemand um. Das ist auch toll, falls man es gerade gehört hat. Was ist denn das nächste Größere? Das müssten, glaube ich, diese Kollegen hier sein. Und zwar Truenos von Salon Roger Fireworks. Auch noch nie was von gehört. Ja, wie gesagt, alles. Man hat es wahrscheinlich wieder gehört. Alles wieder hier. Neuland für mich, musste ich leider auch teilen. Ja, 5 Gramm. Also es nervt gerade ein bisschen. Ey. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Und so sieht das aus. Die sehen eigentlich alle schon recht gleich aus. Und auch eine sehr dicke grüne Lunte. Hallo? Ja, F2. Salon Roger oder Roger. Ja, auch hier in Valencia. Ich weiß nicht, ob das stört, aber man hört die ganze Zeit, wie da irgendjemand Möbel rumrückt. Ja, keine Ahnung. Hoffentlich stört es euch nicht zu sehr. Mich nervt es auf jeden Fall übelst. Dann haben wir hier ja eine sehr kaputte Verpackung, leider.
auch wieder verunstaltet mit dem Ding. Und zwar sind das hier die Trueno Nummer 6 S-Spezial oder E-Spezial. Holen wir mal raus. Ui. Okay. Ja, die sind ein bisschen ausgelaufen, sage ich mal. Fanden es wahrscheinlich genauso geil, dass da oben jemand seine Möbel durch die Gegend drückt. Ja, auch hier 1,5 Gramm. Ja, hier steht es. Pro Stück. Heißt also, auf 10 Stück sind es 15 Gramm. Ja, sind halt Truenos, ne? Also die sehen an sich alle gleich aus. Aber ich finde die Katze da unten ganz cool. Ne? Sind demnach auch wieder von Elgato. Ja doch, Elgato steht auch dran. Ja, habe ich alle 10 noch drin. Und hier nochmal die Rückseite. NEM 15 Gramm. Ne? Number of Items in the Pack sind 10 Stück. Ja, Manufaktur Magic Lightning Fireworks. Importeur ist hier Salon Roger. Ja, in Marseille in Belgien. Kommen wir zum nächstgrößeren Trueno. Da habe ich 4 Stück drin. Sollten 5 sein. Einen hat der Kollege aber. Ja, so sieht das aus. Ja, also 10 Gramm für 5 Stück sind also 2 Gramm auch wieder aus Valencia. Auch hier leider wieder dieser Sticker. So sehen die aus. Und ja, ein bisschen überdimensioniert, würde ich mal sagen. Aber passt schon. Auch eine sehr lange Lunte. Ich würde mal sagen, die fängt hier an. Bis hierhin hast du so eine Sicherheitslunte und hier ist dann die richtige. Ja, ist ganz gut. Ist P1, wie erwähnt. NEM 2 Gramm. Ja, auch ein bisschen, wie gesagt, überdimensioniert. Hätte man kleiner machen können, aber das Auge spielt viel mit. Das sind auch die, die sie, glaube ich, so rum aufhängen an die Leine. Also hier wäre jetzt dann die Leine, ne? Wo sie die dann einfach anzünden. Da hat man ja diverse Videos schon gesehen, was da in Valencia abgeht, wenn die da ihr Partyfest haben. Ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und dann, glaube ich, zum größten, was seid ihr, P1, zum größten Schallerzeuger bzw. Böller, den ich je gesehen habe, und zwar der hier. Der Trueno Masclette, wie auch immer. 5 Stück sind da drin, auch von CI4. Ich hoffe, es stört da oben nicht zu laut, weil manche Leute nehmen hier einfach keine Rücksicht. Egal. Auch 2020 produziert. P1 haben wir. Hier steht auch Sound Emitter. Kategorie P1, also Schallerzeuger. 9,5 Gramm, heißt also 1,9 Gramm pro Stück. Und jetzt machen wir die mal auf. Dann haben wir hier so einen Zettel. Ihr seht, alle drinne. Ja. Ist ein bisschen groß, würde ich sagen. Also auch sehr, sehr überdimensioniert. Aber das ist auch gerade, was ich meinte bei dem anderen Trueno. Die hängen dann halt so. Ja gut, ich habe die jetzt ja so rumhängen sie und nicht so rum, wie ich es gezeigt habe. Egal. Na, auf jeden Fall sind das solche. Die hängen sie da drauf. Hier sieht man es nochmal. Sieht man es so rum. 1,9 Gramm P1. Ist schon echt geil. Ja, das Auge spielt sehr viel mit. Sieht man auch immer wieder bei den Polenböllern, wenn die groß aussehen, denken immer die Leute, da ist richtig viel drin und die sind richtig gut. Ist meist aber genau das Gegenteil. Ja, hier ist es ein bisschen immer mit dem Auge, ne? Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich habe euch nicht gelangweilt. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts mehr. Und bis dahin auf jeden Fall. Ciao.